Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Handeln, dem Podcast vom S-Broker. Wir sind mittlerweile in Folge 15 und ihr werdet es schon am Intro gehört haben. Wir sind mitten an der Weihnachtszeit, die Zeit, in der man mit seinen Liebsten zusammenkommt. In meinem Fall ist das Mike Thielen, Senior Product Manager vom S-Broker. Hallo Mike. Hallo Vincent, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mike, heute befassen wir uns mit dem Thema Währungskonten, ein Thema, das wie schon in unserer letzten Folge das Thema minderjährigen Depots vielleicht nicht auf den allerersten Blick intuitiv zugänglich ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen auch hier wieder ein kleines Erklärstück. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir doch diese Zeit am Ende des Jahres auch dazu nutzen, nochmal ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen und auch einen kleinen Ausblick zu wagen. Welche Themen haben denn die Finanzmärkte dieses Jahr besonders bewegt? Da ist das leider eine etwas längere Aufzählung, die man machen muss. Also du hast den Krieg, der natürlich da eine Rolle spielt, mit eben auch dem energieseitigen Fiasko für Europa quasi. Wir haben Inflation gesehen, hohe Inflation gesehen, die heute auch immer noch hoch ist. Lieferkettenprobleme, die auch noch nach Covid quasi anhalten, insbesondere auch, weil China die sehr restriktive Zero-Covid-Politik verfolgt, also bei einem Fall sozusagen dann eben direkt ganze Regionen in den Lockdown schickt. Vielleicht muss man mittlerweile sagen, verfolgte, also die Vergangenheitsform, aber dazu vielleicht später mehr. Dann haben wir auch bei China im Verlaufe des Jahres, das hat jetzt vielleicht keiner mehr so wirklich auf dem Schirm, dieses Evergrande-Thema gehabt. Das ist der Immobilienkonzern, der da kurz vor der Pleite steht und stand und wo man ja auch Befürchtungen hatte, dass sich das auf eine internationale Finanzkrise ausweiten könnte. Das ist ausgeblieben. Dann natürlich großes Thema, die Zinswende. Wir haben wieder steigende Zinsen, wir haben wieder nennenswerte Zinsen an den Märkten, in den USA vor allen Dingen, aber auch in Europa kommt es immer weiter und dann aber auch gepaart jetzt mit Rezessionsängste, die eine Rolle spielen. Das sind ein paar Themen, die uns begleitet haben in 2022. Das sind ja durchaus auch viele Themen, die nicht unbedingt positiv konnotiert sind. Ist das für dich denn ein Jahr, das wir durchaus vergleichen könnten mit Krisenjahren, wie zum Beispiel 2008? Also in Gänze mit 2008 würde ich es nicht vergleichen wollen. 2008, da wog einiges doch viel schwerer. Die Finanzkrise, auf die du hinausgehen möchtest, da hatten wir ja schon mehrere Abwärtsschübe, sage ich jetzt mal, an den Aktienmärkten. Und mit minus 55% ging es dann eben vom vormals Hoch im Jahr 2007 runter eben bis zum Tief. Und ganz so weit ging es eben nicht in den Indizes, wenn wir DAX, S&P 500, Dow und Co. Betrachten, dann haben wir vielleicht mal auch mit dem Nasdaq betrachtet mal 30%, vielleicht etwas mehr verloren, aber das war's. Der ein oder andere Index hat da sogar besser performt und insofern von der Performance her nicht. Und wir haben auch diesen schwarzen Schwan-Moment, so möchte ich das mal sagen, nicht gehabt, den wir 2008 hatten mit der Lehman-Pleite. Der fiel zumindest bisher aus. Und damit fehlt etwas, dass wir jetzt hier ganz klar eine Krise wie 2008 haben. Da möchte ich vielleicht ganz kurz zwischenfragen, Mike. Schwarzer Schwan-Moment, was meinst du damit denn genau? Ja, ein schwarzer Schwan-Moment, das ist natürlich etwas, was etwas Unvorhergesehenes ist, was eigentlich die Mehrheit nicht auf dem Zettel hat. Irgendetwas, was wir heute noch nicht wissen, was irgendwann passieren könnte, etwas Negatives, so wie 2008 zum Beispiel eben diese Lehman-Pleite der Lehman Brothers Bank, wo dann eben auch nochmal vieles ins Rutschen gekommen ist, nachdem wir sowieso schon Immobilienbewertungen und Verwerfungen hatten in 2008 und das eben auch das Bankensystem ins Wanken gebracht hat. So muss man das ja nennen. Das heißt, da wurde auch ratingseitig und bankenseitig dann im Vorfeld viel Unfug betrieben, der dazu geführt hat, dass viele, viele Risiken dann offenbart wurden, die eben auch schlussendlich mit der Lehman-Pleite geendet haben, wo dann ein paar Rettungsschirme gespannt werden mussten um andere Banken. Wir erinnern uns ja sicherlich noch an die Staatshilfe hierzulande auch für Commerzbank und Co., wo auch ein paar
Landesbanken ins Schwanken geraten sind hierzulande. Also viel ist da passiert, wo wir diesen einen schwarzen Schwan-Moment hatten. Und vielleicht dazu ein kleiner Tipp am Rande und eine Buch- und Filmempfehlung. The Big Short von Michael Lewis als Buch oder eben die Verfilmung davon. Auf jeden Fall lesens- bzw. sehenswert, wer das noch nicht gesehen hat. Sowas kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken. Da ist vielleicht jetzt zwischen den Jahren sogar die richtige Zeit. Da hat man ja öfter mal Zeit, sich ein kleineres oder mittelgroßes Buch vorzunehmen. Jetzt haben wir das Jahr nochmal kurz zusammengefasst, auch verglichen mit anderen Krisenjahren. Jetzt wollen wir mal einen kleinen Blick nach vorne wagen. Wie siehst du denn das Jahr 2023, das jetzt auf uns zukommt? Viele dieser Probleme, die wir gerade angesprochen haben, die sind ja durchaus auch noch aktuell. Die nehmen wir sicherlich auch noch mit ins neue Jahr. Erwartet uns deshalb ein ähnlich turbulentes Jahr? Also richtig, ein paar Krisenherde sind auf jeden Fall noch da. Wir haben ja immer noch Inflationssorgen, wir haben Rezessionssorgen, wir haben auch noch Lieferkettenprobleme, wir haben die Energiekrise in Europa, die auch nächstes Jahr noch nicht gelöst ist. Das ist sicherlich richtig. Wir haben aber auch schon im letzten Jahr gesehen, dass ja viel, ich sage jetzt mal, schwarz gemalt wurde. Wir haben nämlich immer wieder gehört, dass wir jetzt schon längst in einer Rezession sein sollten. Aber wenn man sich so die jüngsten Bruttoinlandsprodukte vielleicht auch aus Deutschland zum Beispiel anschaut, da hat man immer noch ein kleines Plus gehabt. Also das, was schwarz gemalt wurde, ist nicht eingetreten. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wenn man sich mal die hiesige Wirtschaft anschaut in Europa, beispielsweise der Stoxx 600. Die Unternehmen aus dem Stoxx 600, die machen den Großteil ihres Umsatzes gar nicht in Europa. Das sind nur etwas über 40%, sondern die größten Märkte oder wichtigsten Märkte dafür sind eher Nordamerika und Asien. Und damit ist da so ein bisschen eine Entspannung auch mit dabei, dass es nicht ganz so schlecht gelaufen ist wie befürchtet. Als ein Beispiel, dass es eben doch besser gelaufen ist und was ja auch Hoffnung macht für das Jahr 2023. Denn Stichwort Energiekrise. Je länger es dauert, desto größer ist ja die Chance, dass wir die Energiekrise gelöst bekommen, als Beispiel. Oder aber auch China. China hat jetzt die Zero-Covid-Politik oder Strategie verlassen, diesen Pfad, und hat jetzt etwas gelockert, das Ganze. Das kann eben dazu führen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Auf der einen Seite kann man das betrachten, auf der anderen Seite kann man sagen, wenn jetzt wieder quasi mehr Konsum da ist, auch von den 1,2 Milliarden chinesischen Menschen, dann kann das natürlich auch wieder Inflation befeuern, wo wir jetzt ganz heiß Daten bekommen haben, nämlich heute am Dienstag US-Inflationsdaten, die etwas schwächer ausgefallen sind als erwartet. Also die Hoffnung, dass es mit der Inflationsspitze schon gewesen ist und dass die Inflation jetzt nach und nach zurückkommt. Das also schon mal ein paar Themen, die da sind, die wir betrachten müssen, die natürlich gänzlich im negativen Sinne noch nicht alle vorbei sind, aber wo wir wahrscheinlich nächstes Jahr Inflationsnormalisierung sehen werden, auch entweder eine Rezession oder auch nicht, so wie wir es dieses Jahr auch noch nicht so wirklich gesehen haben. Energieversorgung in Europa habe ich gerade angesprochen. Und wo wir auch einen Blick drauf werfen müssen nächstes Jahr, ist die Entwicklung der Unternehmensgewinne. Also wenn wir auf Unternehmensbasis und am Aktienmarkt uns das Ganze anschauen, dann das, weil da wird von vielen, vielen Marktbeobachtern gesagt, dass die Schätzungen viel zu hoch sind. Das sei jetzt nochmal dahingestellt. Das muss man mal in den nächsten Quartalsberichten dann abwarten, weil ja auch viele Preise erhöht worden sind, gerade bei solchen Unternehmen, die Preissetzungsmacht haben. Und daher wird das nächste Jahr, mal so zusammenfassend, auf jeden Fall spannend. Um es positiv zu erwähnen, Sachwerte wie Aktien bieten ja auch einen Inflationsschutz, insbesondere mittelfristig, vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber eben mittelfristig. Also durchaus ein differenzierter Blick aufs nächste Jahr, der auch ein bisschen Hoffnung bzw. auch eine gesunde Portion Hoffnung zulässt. Hast du denn zum Jahresende denn auch ganz praktische Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, Weihnachtsgeschenke einkaufen, nicht vergessen, das auf jeden Fall. Da sollte man sicherlich seine Lieben nicht vergessen und das auf dem Zettel haben. Ansonsten gilt natürlich, auch wenn wir nochmal ins Jahr 2023 schauen, ein Thema, was spannend war, für viele Krisen auch mit untergesorgt hat,
ist das Thema Zinserhöhung. Nicht die Zinserhöhung an sich, sondern irgendwann die Spitze der Zinserhöhung. Häufig sehen wir freundliche Aktienmärkte im Verlaufe dieser ganzen Zinserhöhung. Aber wenn wir dann eben diesen Tipping Point erreicht haben, wo die Notenbanken nicht mehr steigen könnten oder steigern können, diese Zinsen, haben wir immer mal wieder Marktschwächen gesehen. Nehmen wir 2001 bzw. 2000, die Jahrtausendwende, Dotcom-Bubble. Da war es so, dass die US-Zinsen auf 6,5% erhöht wurden und das war zu viel auch für den Markt. Oder nehmen wir, du hattest ja 2008 angesprochen, das Jahr oder das Vorfeld, denn da wurden die Zinsen in den USA bis 2006 auf 2,5% angehoben und dann ein Jahr konstant gehalten. Auch das war dann zu viel für den Markt, auch für den Immobilienmarkt beispielsweise. Das muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Nehmen wir aber auch mal wieder das Positive, denn du kennst mich, ich bin ein optimistischer Mensch, auf jeden Fall am Aktien- und Anleihemarkt am Ball bleiben. Denn es kann jetzt natürlich durchaus sein, dass wir die positive Korrelation, die Gleichläufigkeit von Aktien- und Anleihekurse am Ende haben, denn die waren getrieben von hoher Inflation, vom Anziehen der Zinszügel der Notenbanken beispielsweise. Und das ist etwas, wo wir jetzt wahrscheinlich auch mal wieder ein Auseinanderlaufen dieser beiden Märkte sehen können, wenn es denn zu einer Inflations- und Zinsnormalisierung sozusagen kommen sollte. Außerdem das Negative, habe ich ja vorhin schon angesprochen, diese ganzen Begrifflichkeiten, die wir jetzt schon hatten mit dem, was 2022 passiert ist, diese Phalanx des Negativen sollten wir durchbrechen. Wir hören ja quasi am Aktienmarkt oder in den Finanzmärkten nur Negatives. Schau dir mal langfristige Charts an und was dann daneben immer für Kommentare stehen und geschrieben werden. Da heißt es dann Internetblase, Finanzkrise, Euro-Schuldenkrise, Corona-Crash, die große Depression und. Also nur Negatives. Wenn man das so liest, könnte man ja eigentlich meinen, dass wir finanzmarkttechnisch eigentlich wieder Höhlenmenschen sind und nur noch Uga Uga schreien können. Aber wenn man dann auf den langfristigen Chart von S&P 500, MSCI World und Co. schaut, dann zack, sieht man, mit Pausen geht es da von hoch zu hoch. Also nicht immer alles negativ, sondern es gibt auch Chancen und es wird auch 2023 wieder Chancen geben, die man ergreifen kann. Der starke US-Dollar zum Beispiel auch. In den letzten Monaten hatten wir einen starken US-Dollar und das könnte natürlich in Zukunft auch spannende Chancen in Emerging Markets beispielsweise produzieren. Der starke US-Dollar ist ein gutes Stichwort. Das baut mir die goldene Brücke, um zu unserem Thema Währungskonten überzuleiten. Wir haben jetzt ein bisschen abstrakt auf das letzte Jahr, auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Auf das Jahr, das auch noch kommt, haben wir einen kleinen Blick geworfen. Jetzt wollen wir aber auf unser Thema Währungskonten mal etwas genauer eingehen. Der US-Dollar ist auch insofern ein gutes Stichwort, als dass bis in die 70er Jahre hinein alle Währungen noch an den US-Dollar gekoppelt waren. Das war das sogenannte Bretton Woods-System, benannt nach dem amerikanischen Ort, in dem damals die Konferenz stattfand, in dem das alles beschlossen wurde. Ich verkürze jetzt den historischen Exkurs mal stark und schließe damit, dass wir ab den 70er Jahren dann, als die Koppelung der anderen Währung an den US-Dollar aufgehoben wurde, einen freien Devisenhandel hatten. Wir hatten freie Kurse und Devisenhandel wurde dann durchaus möglich und auch attraktiv. Nun können wir mit Devisen einiges anstellen. Währungskonten sind nur ein Aspekt davon, den wir heute beleuchten. Aber um da mal anzufangen, Mike, was sind denn Währungskonten? Ja, mit Währungskonten kann man seine Euros quasi in andere Währungen tauschen. Zum Beispiel in US-Dollar, kanadische Dollar, südafrikanische Rand oder auch andere. Beim S-Broker gibt es 17 Währungskonten an der Zahl, die man nutzen kann dafür und wo man dann eben einsteigen kann, eben andere Währungen sich einzukaufen sozusagen. Wenn ich nun mich in eine dieser 17 Währungen eingekauft habe, welches Ziel verfolge ich denn dann konkret mit der Eröffnung?
Das sind natürlich unterschiedliche Ziele, die es geben kann. Zum einen kann es die klassische Währungsspekulation sein, dass ich davon ausgehe, dass sich eine Währung im Vergleich zum Euro besser entwickelt und dass ich dann eben dahin tausche oder auf der anderen Seite wieder zurücktausche, wenn ich davon ausgehe, dass der Euro sich wieder besser entwickelt. Diese Spekulation kann es sein. Auf der anderen Seite kann es auch eine Absicherung sein gegen Wechselkursrisiken, die ich vielleicht in meinem Depot habe und auch, dass ich einfach mit dem Währungskonto Wertpapiere am Heimatmarkt kaufen möchte oder aber, dass ich mir zum Beispiel jetzt auch schon für den Urlaub, den ich nächstes Jahr irgendwo mache, in Südafrika, in den USA oder sonst wo, schon mal die Währung entsprechend von Euro auf US-Dollar konvertiere. Teilweise wegen Währungsspekulation, aber vor allen Dingen, dass ich dann eben auch die Kohle für den Urlaub habe. Da frage ich gerne mal dazwischen, vor allem aus Blick unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ist das Währungskonto ein Produkt für jedermann oder würdest du sagen, dass man da ein gewisses Vorwissen braucht, beziehungsweise dass das ratsam wäre? Es ist auf jeden Fall ratsam, Vorwissen zu haben. Die Eröffnung eines Währungskontos ist natürlich einfach. Das geht ganz, ganz easy. Und nichtsdestotrotz muss man natürlich wissen, was da für Dinge dann entstehen können, auch wenn ich auf der falschen Seite bin, wenn dann plötzlich die Währung im Vergleich zum Euro entsprechend entweder runterrauscht oder hochrauscht, dass wir dann da also auch Wechselkursrisiken natürlich haben, wenn ich zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort bin sozusagen. Daher Vorwissen sollte man auf jeden Fall sich aneignen. Ja. Ich habe jetzt ein Depot, wo ich ein paar Trading-Aktivitäten durchführe, ich habe auch vielleicht ein paar Sparpläne darauf laufen. Ist das was, wo ich mein Währungskonto dann auch als Referenzkonto bzw. als Verrechnungskonto nutzen kann? Also bei den Wertpapiergeschäften von Kaufen und Verkaufen auf jeden Fall, wenn man an den Auslandsbörsen unterwegs ist, wo es ja auch über 28 beim S-Broker gibt, wo man also dann direkt an der New York Stock Exchange oder an der London Stock Exchange oder sonst wo handeln kann, dann kann man das natürlich auch direkt mit der entsprechenden Heimatwährung machen. Dafür sind dann Währungskonten auch geeignet als Verrechnungskonto. Beim Thema Sparpläne nicht, weil Sparpläne an deutschen Handelsplätzen bei uns ausgeführt werden beim S-Broker und damit diese Komponente der Währung dann wegfällt. Auch wenn man Auslandstitel wie Microsoft oder sonstiges sich ins Depot per Sparplan legen möchte. Um das Thema Währungskonto am Ende nochmal rund zu machen und abzuschließen, gehe ich von den speziellen Spezifika, die wir da durchaus haben, doch nochmal einen Schritt zurück und gucke mir mal das Ganze etwas abstrakter an. Welche Rolle kann denn dann ein Währungskonto in meiner persönlichen Asset Allocation spielen? Aus meiner persönlichen Sicht eine eher untergeordnete Rolle. Also für den, ich sag jetzt mal Normalanleger, da kann das natürlich in den oben genannten oder vorhin genannten besser gesagt Dingen eine Rolle spielen, wie Absicherung von Wechselkursrisiken oder mal eine kurzfristige Spekulation. Aber auch hier beim Währungsmarkt, da muss man auch sehr, sehr gut mit dabei sein. Da muss man bestimmte Termine und bestimmte Dinge wie Zinserhöhungen oder Notenbanksitzungen auch auf dem Schirm haben, weil sich dadurch natürlich schnell sozusagen die Schere auftun kann, dass sich eine Währung stärker entwickelt als die andere. Insofern würde ich eher sagen, persönlicher Einschätzung nach untergeordnete Rolle, denn langfristig ist es häufig so, zumindest bei den Hauptwährungen, dass sich eben solche Differenzen auch immer mal wieder über den Zeitablauf dann wieder nivellieren. Damit würde ich sagen, haben wir das Thema Währungskonten rund gemacht. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle gerne auch wieder der Aufruf, wenn etwas unklar geblieben ist, wenn ihr noch ergänzende Fragen habt, dann kommt damit gerne auf uns zu, stellt uns eure Fragen bei Social Media oder einfach per Mail an presse@sbroker.de. Zu unserer letzten Folge zum Thema Minderjährigen-Depot, Mike, da ist auch eine Frage reingekommen von unserer Hörerin Anna. Schöne Grüße an der Stelle. Anna hat über E-Mail gefragt, ob man denn für Minderjährigen-Depot auch Freistellungsaufträge einreichen kann. Ja, auch von mir schöne Grüße an Anna. Ja, das geht auch. Der Sparerpauschbetrag, so wird er ja offiziell genannt, der liegt ja derzeit bei 801 Euro und den gibt es auch für Kinder. Den kann man auch einreichen. Da müssen dann eben die Erziehungsberechtigte dabei unterschreiben und dann geht das auch.
Übrigens ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hinweis für nächstes Jahr, für 2023, wird dieser Betrag auf 1.000 Euro angehoben pro Person. Also für Alleinstehende 1.000, für Verheiratete sind es dann eben jeweils 1.000, also 2.000. Und das ist dann natürlich auch wieder eine bessere Sache als jetzt, denn da hat man dann 801 Euro nicht nur, sondern 1.000 Euro, also 199 Euro mehr, die man dann eben nicht versteuern muss. Und von daher, glaube ich, ein ganz guter Tipp fürs nächste Jahr. Denkt dran, den Sparerpauschbetrag, den Freistellungsauftrag dann anzupassen, wenn der nicht automatisch erhöht wird. Damit würde ich sagen, Mike, haben wir hier eine runde Folge gemacht. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich wünsche schon mal frohe Weihnachten an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Kommt gut ins neue Jahr. Wir werden an dieser Stelle wieder im Januar erscheinen mit einem neuen Thema. Und bis dahin wünsche ich alles Gute. Danke, Mike. Ja, sehr gerne. Und schade, dass nicht Jingle Bells hier im Hintergrund lief. Aber auch von meiner Seite alles Gute, frohe Weihnachten und bis ins neue Jahr.